Grüezi alle miteinander und herzlich willkommen auf einem neuen Video bei mir auf dem Kanal, dem Bergkönig. Danke vielmals für die zahlreichen Views, die zahlreichen Abonnenten und natürlich auch die zahlreichen Kommentare wie auch Kritik. Wir können nur mit der Community gross werden und ich begrüße ganz herzlich mit heute Abend hier bei uns einmal den lieben Steffen. Servus. Und natürlich auch der liebe Martin. Amen. Servus. Genau. So, dass mich wieder jeder versteht, in der LS-Welt werde ich auf Deutsch wechseln, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Das mit Englisch lasse ich mal. Spanisch? Nee, das, alles außer Deutsch, das lassen wir mal bei mir, ist besser so. Aber darüber wollen wir ja kein Tutorial machen, sondern wir wollen euch mal eine ganz einfach gesagt, muss ich kurz gucken, nicht, dass ich jetzt eine Frage, gut, okay, passt. Ganz einfach gesagt, eine Produktion zeigen, die gibt es, glaube ich, schon seit der V1. Martin, kann das sein? Die gibt es auch in der V1 schon, ja. Genau, die gibt es in der V1, ja. Ich habe sie dazumals nie vorgestellt. Ich habe da nur 6 Videos über die Karte gemacht. Und da gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf ein. Und zwar sind wir hier, wenn wir die Karte aufmachen, mittig im unteren Bereich von der PDA. Und zwar sind wir bei der Papierfabrik. Ja, Papierfabrik hört sich spannend an, ist es auch. Ihr braucht hier genauso wie in anderen Produktionen einmal Bäume. Die werden hier auch schön mit der Animation eingezogen, hier schön verarbeitet. Oben LED-Anzeige, alles tippitoppi. Dann haben wir einen weiteren Punkt, außen brauchen wir einmal Stroh. Wahrscheinlich als Brennstoff, könnte ich mir vorstellen, oder als Mitverarbeitung. Und dass das ja nicht alles ist, wissen wir ja mittlerweile schon von der Karte. Wir brauchen noch Wasser. Ja, weiß nicht, Steffen, oh, geile Animation. Ja, da läuft der Riemen auf der Orgel. Oh ja, der große, aber. Also in der aktuellen Zeit macht ja eine Papierfabrik weniger Sinn wie eine Klopapierfabrik, oder? Ach so, meinst du oder Toilettenpapierrollen? Ja, oder hast du sagst vor, deine Nummer anzuschreiben? Sagst du zu laut, weil sonst baut der Martin vielleicht noch eine. Man könnte es ja schon hernehmen, es wären zwar ein bisschen große Klopapierrollen, aber ja, zur Not. Ah ja. Ja, ich weiß nicht, wer von euch beiden die Memoiren schreiben möchte, aber Papier ist da, ne? Ja, Papier ist da. Wir gucken hier uns mal noch die Animation an. Die sieht auch so geil aus. Schwupp! Und ja, wollen wir noch kurz ins Innere der Halle oder der Produktion. Da haben wir wieder das Display. Wie gehabt, wie gewohnt, in Farbe Blau. Einmal R gedrückt, habt ihr die Übersicht. Ja, wie und was ihr für was ihr Papier braucht, das werdet ihr aber so gesehen, wenn keine Fragen mehr sind von euch beiden. Ich habe noch Millionen Fragen, Millionen. Ah ja, ich habe noch was gesehen, hier ist noch eine neue Grafik dazu gekommen. Ja, das war jetzt nicht meine Frage. Elsässer Papierwerk. Elsässer. Sässer. Cool. Bin Elsässer. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Ja. Wollt ihr zweimal mit Richtung der Abladestelle für Holz kommen? Muss der, wollte ich sagen, der Kunde, der Besitzer das Holz hier an diesem Punkt abladen oder eher hier, da wo die Stämme liegen? Hier auf diesem Punkt. Also er fährt rückwärts daher mit seinem Trailer oder mit seinem LKW oder was auch immer und lädt dann hier an diesem Punkt und dann spawnen die wahrscheinlich hier als Häufchen, ne? Genau, also werden dann dort eben visualisiert. Mhm, okay. Und der Punkt, das sieht man ja mittlerweile öfters und sehr oft bei den Produktionen, das ist immer der Mittelpunkt vom Trigger. Ah ja, okay. Okay, na gut. Ja, perfekt. Das war schon mal die erste Frage, nicht, dass die Leute bis da rinder fahren und kippen es hier auf die sag ich mal, aufs Wetterband oder irgendwas, weil da wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Genau. Ja, ansonsten, das Wasser war klar, wir brauchen ganz wichtig, wir brauchen hier Wasser, kein Trinkwasser, kein Flusswasser, sondern wir brauchen Wasser. Richtig. Ich hab's erwähnt, also Wasser, wir reden hier von Wasser. Und Stroh ist selbsterklärend, ansonsten waren das auch meine Fragen. Ich wollte es nur nochmal mit Wasser drauf eingehen, nicht, dass da jetzt jemand mit Flusswasser hier ankommt. Ja, genau.
Ja, es ist nicht lustig, aber irgendwie schon. Was noch zu sagen gibt, ist, ihr habt hier ein paar Bäume, die könnt ihr wegschnalzen. Also das ist gar kein Thema. Dann könnt ihr oben eine schöne Blumenwiese draus machen für eure Tiere. Alles gut und recht. Oder ihr könnt wieder Bäume setzen. Aber Jungs und Mädels, die Bäume hier oben werden euch nicht weit bringen. Ich empfehle euch persönlich, geht in den Wald, holt sie von da, dann habt ihr hier eine schöne Ästhetik ausgebaut. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's wieder mal von uns. Ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ohne in der Videobeschreibung haben wir einmal den Kartenlink drin, also der Maplink. Den haben wir einmal drin, Supportlink Discord. Den haben wir eigentlich den Steffen drin. Wir haben unsere Twitch-Kanäle drin und wir würden uns freuen über weitere zahlreiche Kommentare, weitere Likes oder Daumen runter. Vergesst die Glocke nicht, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt. Und in dem Sinne, tschüss miteinander. Ciao. Ciao.